war bei Action und habe total schöne Sachen gefunden und die zeige ich euch. Los geht's! Ja, ich freue mich immer total, wenn ich bei Action bin. Es macht mich einfach nur froh, dieser Laden. Und ich habe mich diesmal auch in Grenzen gehalten. Ich bin nicht so eskaliert, aber ich habe so schönes Zeug gefunden. Und das Erste, was ich euch gleich zeigen muss, ist dieses wundervolle Blatt. Ne? Wir denken jetzt mal alle schon so Richtung Herbst. Aber, na klar, es ist Gold. Das ist natürlich wieder voll was für mich. Das ist aber auch sowas Schönes zum Dekorieren. Also ich finde, das kann man nicht nur, muss man nicht nur im Herbst hinlegen. Oh, ich glaube, ich werde mir das jetzt irgendwo, ich muss mal gucken, wo ich mir das hin dekoriere. Aber da kann man zum Beispiel Schmuck reinlegen, wenn ihr vielleicht eine Kommode habt oder im Schlafzimmer. Da könnt ihr Make-up reinmachen zum Beispiel, was weiß ich, so als Aufbewahrung. Ne? Oder kleine Zettelchen, so als kleine Schale irgendwo im Flur hinstellen. Also ich habe da 100 Möglichkeiten. Ja, fand ich sehr schön und das musste als Erstes mit. Und ich bleibe auch direkt bei dem Deko-Zeug und da habe ich mir noch diesen Vogel mitgenommen. Ich habe ja gerade so eine Goldphase, ne? Habt ihr vielleicht in meinem letzten Action-Haul schon gesehen? Da habe ich mir auch schon zwei solche Vasen gekauft und die habe ich jetzt tatsächlich im Wohnzimmer stehen, am Fensterbrett zwischen meinen Pflanzen und der sieht so toll aus. Und da zieht jetzt vielleicht noch dieser schöne Vogel mit hin, dieser Jungle Chic steht hier drauf. Ja, ich finde das sehr schön. Also ich mag das ja, solche Motive. So, weiter geht's. Ich und Rosa ist mein Ding, ne? Das ist einfach meine Farbe. Und da lagen hier diese Terminplaner, Agenda 2019. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ihr habt hier so ein schönes Gold. Ihr habt hier vorne so einen schönen goldenen, roségoldenen Druck. Das ist so wie gesteppt, also das ist so richtig wertig, ne? Ich hoffe, man kann das erkennen. Und ich finde es auch innen wieder sehr schön gemacht. Und das wird jetzt, ich habe ja einen schon mir gekauft. Und einer wird tatsächlich für so meine ganze Planung generell, also für die Familie, für die Kinder, so für meinen Job. Und ich habe einen direkt für YouTube. Deshalb brauchte ich jetzt einfach alle beide. Und ja, also die fühlen sich wirklich gut an. Das ist so wie so eine Lederoptik. Ist natürlich kein Leder und musste mit. So, und um bei der schönen Farbe zu bleiben, habe ich mir noch so eine Tasche mitgenommen. Ich habe jetzt gesehen, das sind tatsächlich für so Tablets, wenn ihr ein Tablet habt, ein kleines Notebook oder so, das kann man da reinmachen. Da steht oben drauf Cosmopolitan und das ist auch, fühlt sich ganz weich an, das ist so ein ganz schöner Stoff. Ich benutze das, also diese Tasche wird in meine normale große, in meinen Shopper reinkommen und ich benutze das so ein bisschen als Trennfach für meine Sachen in meiner Tasche. Da kommen dann Schlüssel rein und dann eben nicht das Handy, dass man das so ein bisschen separiert, dass das nicht so zerkratzt alles. Und man könnte das aber auch natürlich als Kosmetiktasche nehmen. Ne? Ich habe da schon diverse andere. Und es ist auch so schön. Also einfach die Farbe, das ist so richtig so, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahre edler, schick. Also ich finde es mega. So, und dann war ich ja in dieser Schreibwarenecke, ne? Und da habe ich mich da mal umgeschaut. Und dann habe ich mir diese Stifte eingepackt, diese Kugelschreiber. Das ist ein Blue Writing Pen Set und... Ja, es ist auch einfach super schön, wenn man jetzt ein Geschenk sucht. Könnte man das tatsächlich verschenken, aber das mache ich nicht. Ich behalte die selber. Das sind so Stifte in verschiedenen Farben, meine Lieblingsfarben natürlich. Und dann habe ich mir noch so ein kleines Schreibbrett, oder wie nennt man das, was man dann einfach mal schnell in die Hand nimmt, um eine kleine Einkaufsliste zum Beispiel zu schreiben. Das mache ich ja schon sehr viel. Und da hat man gleich die beiden Sachen zusammen. Und Stifte verschwinden bei mir auch oft durch die Kinder natürlich. Die nehmen sich das immer wieder. Deshalb musste ich das jetzt kaufen. Und dann habe ich mir direkt noch so einen dicken Block mitgenommen für auch natürlich zum Notizen machen. Ne? Und den könnte man dann vielleicht auch, wenn das jetzt leer ist, hier oben hake ich dann da einfach ein paar ein. Dann fliegen die nicht so alle durch die Wohnung. Und man kann auch mal irgendwo was schreiben, wenn man jetzt keinen Tisch direkt zur Hand hat, ne, als Unterlage. Welche Stifte jetzt noch mit müssen, also ich zeige euch nochmal diese Schachtel, sind dann die. Die sind jetzt alle in so einem blau-türkis-grauton, also das sind so diese verschiedenen Farben, finde ich einfach mega, mega schön. Könnte man auch verschenken, ne? Hier habt ihr auch wieder so diesen Animal Print, was ja gerade mega in ist. Und hier habt ihr auch wieder so einen Papagei und so diese Monstera-Pflanzen und so. Also das ist einfach mega stylisch. Ich finde es einfach, sind so tolle Sachen. Richtig schön zusammengestellt und haben wir erstmal wieder genug Stifte. Und welchen ich aber für mich jetzt noch gekauft habe, um den dann natürlich zu meinem Terminplaner zu machen, ist dieser schöne Ballpoint Blue Writing
Kugelschreiber, Deutsch Kugelschreiber, und der ist einfach nur so roséfarben. Den gab es auch noch in Silber und in Gold. Ich habe ihn natürlich in Rose Gold und der kommt dann hier zu meinem Ding dahin. Und ich finde, das sieht auch sehr schön aus, wenn ihr so einen Arbeitstisch habt und es da drauf liegt. Finde ich sehr hübsch. So, was ich mir auch noch mitgenommen habe, ich packe es gleich mal aus, weil ich tatsächlich von der Qualität echt überzeugt bin bei Action. So diese Klamotten, ich habe mir da auch schon mal eine Hose gekauft im letzten Haul, habt ihr ja vielleicht gesehen, ist dieses T-Shirt und es hat natürlich einen Golddruck. Ja, ich finde es einfach sehr hübsch, es fühlt sich gut an, es ist ein schönes Material. Ich finde das sehr edel, dieses Dunkelblau mit Gold. Hat mich wieder voll geflasht, sowas kriegt mich dann ja immer. Also so diese Farbkombi, ne? Es muss dann ja nicht immer rosa und gold sein, es kann auch dunkelblau und gold sein. Finde ich, sieht sehr schick aus und werde ich bestimmt bald tragen und dann werdet ihr mich damit auch sehen. So, was ich mir auch wieder mitgenommen habe, ja, jetzt etwas wildere Farben. Wir gehen ja jetzt so Richtung Herbst, ne? Habe ich jetzt nicht so die pastelligen Töne eingepackt, da habe ich ja schon sehr viele, sind halt diese Hipster. Da haben mir auch schon einige Frauen Fragen gestellt dazu, also sind die sehr breit oder so. Ja, die haben einen sehr breiten Bund und da schneidet nichts ein. Also bei mir, ich habe die jetzt in der Größe M wieder gekauft. L würde mir auch noch passen, dann ein bisschen weiter halt, da musst du halt einfach mal ausprobieren. Ich würde sie jetzt immer ruhig größer kaufen, die sind schon relativ eng, aber... Ja, also bei mir passen die immer sehr gut. Ne? Ich weiß auch nicht, ich liebe die, trage die super gern. Die sind sehr, sehr weich. Und ich meine, ich habe halt viel Geld immer für diese Sloggy Slips. So heißen die. Das ist ja, glaube ich, die Originalmarke. Und ja, die fühlen sich vielleicht noch ein Ticken wieder anders an, aber ist für mich genau das Gleiche am Ende. Also ich ziehe die genauso gerne an. So, was mich total angesprochen hat beim letzten Mal schon, und ich hatte mir von der Firma auch schon Sachen gekauft, sind diese beiden Sachen, und zwar von der, das heißt Inecto Collections. Da habe ich mir einmal die Body Lotion und Body Wash, also das ist so eine Duschcreme halt. Und das Schöne hier, dass es wird in England produziert. Da würde ich an eurer Stelle bei Action mal drauf achten. Bei Action stehen ja wundervollste Highlighter und alles mögliche rum, aber das kommt meistens alles aus China und da habe ich dann irgendwie nicht so Lust drauf. Deshalb habe ich die nicht gekauft. Die kommen aber aus England und ich habe davon schon eins, von so einer Duschcreme, und es riecht so gut. Und auch das hier riecht wieder mega. Das riecht sehr so süß. Das ist natürlich wieder mit Kokosöl. Was vielleicht hier noch ganz interessant ist, was die hier hinten drauf schreiben, dass sie keine unnötigen schädlichen Inhaltsstoffe benutzen. Sie führen keine Tierversuche durch und wir sind vegan freundlich. Diese Körperlotion wird schnell absorbiert und gibt ihrer Haut die verdiente extra Portion Feuchtigkeit. Also das finde ich immer schon mal gut, wenn die keine Tierversuche machen. Klasse, finde ich super toll und riecht halt auch sehr gut. Also wie gesagt, ich habe die in der Dusche schon stehen. Und das ist aber jetzt eine Bodylotion. Und genau, hier ist die Duschcreme, die Bodywash ist natürlich auch wieder mit Kokosnuss. Ja, was soll ich sagen, ihr kennt mich. Oh, riecht auch so gut. Da sind echt schöne Düfte. Also diese Sachen kann ich euch echt empfehlen, falls ihr immer was Schönes sucht für die Dusche, was jetzt nicht jeder hat, ne? Was halt nicht Nivea ist oder was alle immer kaufen, dann könnt ihr die ja mal austesten. Die finde ich sehr schön. So, und darauf freue ich mich auch so sehr. Oh, das sind diese Queen's Delight Cappuccino Drops. Ja, und ich finde auch diese Dose auch schon so edel wieder. Ne? Die stellt man doch auch gern irgendwo hin. Also finde ich sehr gut. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Gerade jetzt mal zum Kaffee oder zum Tee. Ja, aber eigentlich bin ich der Verpackung zum Opfer gefallen. Ich gebe es einfach ehrlich zu. Ja, sieht einfach schön aus und die hebe ich dann auch auf. Die schmeiße ich dann auch nicht weg. Da kommt wieder irgendwas rein. Und wenn ich es vielleicht als kleine Schmuckdose für meine Kleine benutze, mal gucken, dann bin ich sehr gespannt drauf auf diese Dinger. Das sind diese Happy Bianco Coconut Wafers. Ich glaube, das sieht aus wie Ferrero. Also die ist nee, Raffaello, ne, ist ja Ferrero. Und ich hatte sie noch nicht. Ich bin sehr gespannt und werde euch dann berichten. Ja, sieht einfach schön aus. Kokosnuss, ich muss sein. Aber was ihr natürlich alle von mir kennt und ich habe wahrscheinlich alle damit infiziert, sind diese Fudge-Teile. Vanille, ja, so gut. Brauche ich euch jetzt nichts mehr erzählen, kaufe ich immer wieder. Und ich habe heute auch tatsächlich keine Reinigungsmittel, weil die habe ich noch alle, ne? Und auch so
ganz viele Handwaschlotion und so, das habe ich alles. Das Einzige, was ich nochmal mir eingepackt habe, sind diese feuchten Tücher, diese Haushaltstücher. Und ihr müsst darauf achten, dass es diese XXL sind, weil die sind dann wirklich die großen. Und ich liebe die. Also damit kann man echt schnell mal was wegputzen oder mal schnell den Staub wegnehmen. Oder die Toilette mal putzen, ne? Und dann das natürlich ordentlich entsorgen und so. Aber ich meine, klar, man muss es nicht jetzt übermäßig doll nehmen, aber es erleichtert einem schon die Arbeit. Und ich nehme es eigentlich nur für Sachen, wo ich danach das nicht so appetitlich finde, den Lappen auszuwaschen. Und dafür finde ich diese feuchten Tücher echt genial. Bevor ich es vergesse, in meinem nächsten Video stelle ich euch meine goldene Milch vor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Es kommt aus dem Ayurvedischen, ist echt ein Zaubertrunk, wie ich finde. Und das dachte ich mir, ich habe so viele Fragen bekommen bei Instagram, weil ich das da gezeigt habe, dass ich mir das mache. Da gibt es jetzt mal ein Video drüber und ich erzähle euch da mal ein bisschen was drüber. Und ja, wenn ihr das also nicht verpassen wollt, könnt ihr mich ja gern kostenfrei abonnieren oder ihr schaut regelmäßig hier vorbei. Wisst ihr ja, Glocke aktivieren. Bei Instagram könnt ihr mir folgen, da bin ich auch sehr aktiv. Da zeige ich ja schon immer meistens die Sachen vorher, ne? Und ja, dann wünsche ich euch eine tolle Zeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.